hierfür. Ah, besser. Viel besser. Oh, auch hier. Schön. Schon viel besser aus das Ganze jetzt hier. Und schon sind wir bei 31 angelangt. Herrlich. Sehr schön. Gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Habe ich noch einmal? Nee. Okay, sehr gut. Das hat sich auf jeden Fall schon mal einmal gelohnt. Natürlich blöd mit der Leiche, dass ich das nicht mitgeschnitten habe. Halt. Nehmen wir jetzt mal die Lanzen aus dem Ding hier raus und packen die mal bei uns in die Küche. So. Zack. Muss ich hier mal gucken, bringt mir das überhaupt irgendwas schon? Bringt mir halt noch gar nichts. Okay, krass. Nee, das bringt mir halt alles noch gar nichts. Könnte einmal Teig fertig machen, fix. So. Zweimal Brot. Und erstmal ins Bett. Kurz eine Pause. So, heute ist der Dieb, also Schlange, da. Ist auch frisch. Jawohl. Und dann haben wir ein bisschen Brot wieder mit dabei. Das packe ich hier erstmal ein. Brauche ich nämlich alles nicht bei mir. Das Wasser brauche ich auch nicht bei mir. So. Ja. So, dann hat er gesagt, ich soll. Aber da brauche ich doch bestimmt wieder Balkenfee, ne? Das habe ich doch alles nicht. Das kriege ich auch erstmal nicht. Eine ganz schön asoziale Zwickmühle gerade. Ja, was baue ich denn scheiß auch ab? War auf jeden Fall nicht unbedingt überlegt von mir. Jetzt mal, ob der ich Cori Soran Hess, wie auch immer der Typ heißt, ob der noch ein bisschen was für mich hat. Und wenn ja, wie viel ich brauche, um den nächsten Rang bei ihm zu erreichen. Also den nächsten Händlerrang. In der Hoffnung, dass er dann auch ein paar Dinge für mich zum Verkauf hat, die mir was bringen. Oh, das nehmen wir hier noch alles schnell mit. Au. Von hier brauche ich nichts. Sondern von ihm hier hinten. Da ist er auch schon. So, reden. Oh, nee. Gegenstände sind gesperrt. Oh ja, sehr gut. Bis er Rang 2 erreicht hat. Holzscheit. Balken. Holzkeile. Weiß nicht, wie viele ich brauche. Ich nehme mal 10 Stück mit. Nehme mal hiervon 10 Stück mit. Jo. Und hiervon nehme ich 3 Stück mit. So, das Ding ist ein bisschen hochgesprungen hier. Den verkaufen. Oh, verkaufen wir mal fix. Dann können wir hier nämlich nochmal einen mitnehmen. Sehr gut. Okay, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Holz. Nicht viel, aber ne, immerhin. Der unterhalten wir uns später. Bringt jetzt alles noch nichts. Und dann holen wir uns jetzt hier halt nach und nach immer mal wieder ein bisschen Holz.
müssen halt nur auch ein bisschen Holz dann wieder verkaufen, beziehungsweise könnten wir auch Stahl beim Schmied verkaufen. Das bringt uns, glaube ich, ein bisschen mehr. Weizen. Ich würde hier eigentlich auch gerne Weizen einfach abbauen, aber geht nicht. Gut. Dann gucke ich jetzt mal, was ich da oben gleich eigentlich alles brauche. Beziehungsweise nein, nicht da oben alles brauche, sondern hier unten alles brauche. Und zwar hier in dem Keller. Nicht im Leichenkeller, sondern erstmal hier. So. Zwar hier unten, war es noch nicht. Ne, Quatsch, hier muss ich hin. Brauche ich nicht für noch einen Holzbalken. Holzbalken und einfache Eisenstücke. Gut, aber das kriege ich hin. Einen Holzbalken habe ich auf jeden Fall. Einfache Eisenstücke habe ich auf jeden Fall auch. Siehst du, das brauche ich noch. Da muss noch ein Kreuzhof. Oder einen Stein. Also ein Grabstein. Da oben sind Steine. Nehme ich hier gleich mal ein paar Steine mit. So. Oder auch nur ein. Einen Stein nehme ich mit. Habe ich verstanden. Da war auch nur ein Stein drin, natürlich. Hä? Na, siehst du, habe ich ein paar Holzstäbchen. Die kann ich wieder verkaufen. Dann brauche ich einmal den. Wupp. Da brauche ich nichts von. Ach, jetzt muss ich hier immer so ganz komisch rumrennen. Holzplanke. Das nicht, das nicht. Das ist schon dran. Ach, einfache Eisenstücke. Also manchmal. Einfache Eisenstücke. Das ist Metallschrott. Okay, Moment, dann. Ich habe ja glücklicherweise ein bisschen was geholt. Dann gebe ich nämlich gleich nochmal ein bisschen Eisen in Auftrag. So. Halt, erstmal. Hallo? Hallo, Feuer. So. Und bitteschön. Dann kann ich hier fix in den Keller springen. Das ist auch schon der Typ, den ich suche. 4 einfache Eisenstücke. Tja, ich kann nur rufen. Ich kann nur rufen, dass das rechtzeitig fertig wird. Hier der eine Eisenbalken. Barren. Balken. Ey, was ist denn heute los? Gut, dann packe ich da jetzt fix noch den Grabstein drauf. So. Jawohl. Plus 1, jetzt haben wir 33. Also langsam, aber sicher nimmt das hier doch durchaus schöne Anwandlungen an. Ich musste gerade nach einem Wort suchen, was wenigstens halbwegs gepasst hat. So, das kann erstmal darüber. Tja. Ob das rechtzeitig fertig wird? Zweifel ist ja sehr stark. Mache ich mich mal kurz in das Bett. Immer noch nicht fertig. Komm. Hallo. Hallo, 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 hallo. Jo. Einfache Eisenstücke. Ich hätte noch einen gehabt. Oh Gott, verdammt.
Der ist bestimmt schon wieder weg, ne? Nein, noch ist er da. So, schnell, komm. Ach Gott, dein scheiß Ernst. Jetzt gehst du. Du beschäftigt. Die gehen noch nicht kaputt. Ja, wie ärgerlich. Cool, nicht. Jetzt haben wir aber wenigstens schon mal Abkürzungen. Luke ist gerade geschlossen. Ist die hier auch gerade geschlossen? Die ist auch. Gut. Das macht uns aber den Weg allgemein deutlich kürzer. Auch wenn ich jetzt hier einmal rumlaufen muss, aber das ist nicht ganz so wild. So. Dann mache ich jetzt halt noch einmal einfache Eisenstücke. Kann ich den nächsten Weg Richtung Kirchenkeller auf jeden Fall machen. Wenn auch dahingehend ist der Weg mir noch zu lang. Was Leichenkeller betrifft, ja. Sonst, das machen wir dann später irgendwann. Ach nein, das geht natürlich nicht. Brauche ich da überall so viel? Ich brauche schon wieder nur so was. Schade. Dann noch mal kurz hinlegen. Ach man. Oh, es ist eine Leiche da. Ja, ja, ich bin nicht so frisch. Danke. Weg. Okay, er wollte noch keine Karotten. Tatsächlich. Ah, naja, wobei, jetzt vielleicht. 1, 2, 3, 4. Ilse verdienen noch mehr Karotten. Machst du da? Ich streike. Jetzt ist es soweit. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Ebenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder. Ertrage diesen Klang nicht mehr. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr an Glaubenstag. Und zuletzt, ich will besser bezahlt werden. Von dir. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sind natürlich Ressourcen. Und ich will meinen Anteil. Jede weitere Leiche kostet dich 5 Karotten. Im Voraus. Die kannst du in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hole mir dann die Karotten daraus ab. Wenn dir das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, gibt keinen anderen Esel. Ja. Ja, Öl. Welchen jetzt Öl her? F. Achso, das ist die Kiste für die Möhren. Gut, und jetzt steckt da Karotten rein. Das ist einmal hier nicht so frech. Tja, Öl. Ich bin jetzt Öl. Mach ich mich mal nochmal ins Bett. In der Hoffnung, dass die Zeit halbwegs schnell umgeht. Dann müssen wir so oder so noch zu dem Alchemisten. Bin ich müde. Brauchen hierfür. Rein und flüstern. Dann baue ich das Ding mal eben fix auf. Damit können wir nämlich so ein bisschen, sagen wir mal, Zeit skippen. Also nicht wirklich skippen, aber auf jeden Fall schneller laufen lassen. Toll. Ganz toll.
Mann. Fertigen. Ja. Let's go. Lup. Jetzt kann er erstmal wieder rein. 10 und 10 waren es, ne? Habe ich schon wieder vergessen. Weil ich mich aufgeregt habe. 6 und 10. So, 6 Steine. 10 mal Sand. Ist das schon genug? Ja. Dann 10 mal Sand. Das geht jetzt zum Glück einfach, denn 2 Aushübe hiervon sind 10. Einmal und 2-mal. Sehr schön. Gut, dann bauen wir uns mal fix den Meditationsplatz. Also einen kleinen Zen-Garten. Heute noch WT. Er hat auch einfach ein super geiles Timing. Das mache ich mit dem Handy. Ja, meditieren. Ganz kurz. So, eben fix geschrieben. Ich war zu lange am Meditieren. Ich bin so doof. Mann. Jetzt muss ich ja schon wieder ein Gebet machen. Ach Gott. Aber wir können die Schüsseln abgeben. Ja, wir können die Schüsseln abgeben. Sehr, sehr gut. Damit sparen wir uns schon wieder ein bisschen was von dem ganzen Blödsinn. Ja, das steht da halt immer noch. Das ist ein guter Esel. Sehr, sehr guter Esel. Feiner Esel. Gut stehst du da. So, reden. Gib ihnen Schüsse. Achso, die sind halt... Die sind hier drin. Sind die hässlich. Aber es reicht für die Armen. Deine Beteiligung in den kirchlichen Angelegenheiten erfreut mich sehr. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, deine Kirche in eine große Kirche zu verwandeln. Das bedeutet mehr Glaube und mehr Geld. Deiner großen Kirche bist du Gott näher. Und was sonst ist mir wichtiger als Heiligkeit? Ja, ja, genau. Aber es liegt noch weit in der Zukunft. Zunächst muss ich hier erst einmal alles so perfekt sein wie mein Haarschnitt. Und damit meine ich sowohl die Kirche als auch den Friedhof. Arschkram. Ich werde mein Bestes geben, ihren hohen Standards gerecht zu werden. Wo wir gerade von hohen Standards sprechen... Wäre hoch erfreut, wenn du mir ein paar Fische besorgen und mich von der Hungertod retten würdest. Hä, Digga, bist du überhaupt zum Leben fähig? Nicht einfach irgendein Fisch, auch ein gutes Fischfilet. Du findest die passenden Fische in der Nähe des Wasserfalls. Alter, geht er mir auf den Sack. Wollen Sie damit sagen, dass alle in der Stadt gerade hungern? Nein, kann einfach kein Fleisch essen. Und was die Fische im Stadthafen angeht, nein, danke. Nicht so lange das elende Totenschiff dort vor Anker liegt. Gut, ist nachvollziehbar. Du bist also meine einzige Hoffnung. Ich verliere wegen meiner schlechten Ernährung schon meine Haare. Der Friedhof sieht gut aus. Ich hoffe, der Friedhof erfüllt ihre hohen Standards. Ja, bin nicht einmal mehr angewidert von seinem Zustand. Na siehste. Dann musst du noch den Standort aufrechterhalten, um die Kirche zu verbessern. Ja. Ja. Kann ich gerade noch nicht. Muss ich später machen.
Habe ich aber auf dem Schirm. Keine Sorge. Ach, der ist jede Nacht da.